Ja, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, das kann man nicht. Sie haben ja recht, da wieder geht nicht unter. Da gab es die Familie Sackbauer. Und 25 Jahre nach der Erstausstrahlung der letzten Folge war ich mit meiner lieben Frau im Wienerwald spazieren, wurde ich angesprochen. Ah, der Karl Sackbauer. Na, wie geht's? Hat der Herr Papa schon den Zitterer? Gut. Kurz danach ein junger Mann. Ah, der Harry, der Trottel, sein Bruder, war der René schon beim Bundesheer? Da habe ich gewusst, die Leute wollen irgendwie wissen, wie es weitergeht. Und da wurde ein Karl Sackbauer Solo geboren und dann später noch ein zweites. Und Kleinigkeiten daraus werden Sie jetzt hören. Also, bei meinem 30. Geburtstag, da habe ich mir gewünscht, dass man in Zukunft nicht mehr Karli zu mir sagt, sondern Karl. Ja, ich habe das Gefühl gehabt, dass ich untergräbt meine Autorität. Immerhin haben wir schon beim Konsum Lagerleiter, ja, so Art Lagerleiter, und zwei Kinder gehabt, ein Mann in Verantwortung und noch immer Karli. Geht jetzt zu dem Sozi da im da in Heiligenstadt, sagt man ja auch nicht Karli, dann beginnt das Karli Maxl. Ne? Gut, bei der Jagd habe ich gerade lernen aufgepasst. Ab heute ist Karli passé. Ob heute gilt Karl? Frage nicht. Der Papa hat durchgesagt. Jetzt springst du 30 Jahre zu dir, Karl hat gesagt, jetzt verlangst du die Karl zu dir sagt. Da hat er gleich verlangt, dass ich Victor oder Huber zu dir sage. Einen Namen ändert man nicht. Also ich bin ganz ruhig geblieben. Es wird von Rede schiefen können. Aber ich sage, Papa, Irrtum. Ja, was ist denn mit den Päpsten? Ja, die kommen auch nicht als Benedikt und Johannes auf die Welt. Nein, man spürt an die Päpste. Ja, was machen sie denn da im Vatikan? Da sagen sie, ab heute heiße ich so und so. Der Papa hat kurz die Rede verschlungen. Dann hat er gesagt, du bist kein neuer Papst, sondern ein alter Trottel. Dann hat er gesagt, Papa, auch Männer und Frauen, wenn die ins Kloster gehen, tun sich die umbenennen. Schwester Elisabeth, Bruder Johannes. Der Papa, gut, Karl, gut. Wenn du ins Kloster gehst, sage ich von mir als Bruder Karl zu dir. Aber meine Wohnung ist kein Kloster und daher bist du nicht der Karl, sondern der Karle, mein Bruder, der Trottel. Da mein Papa, was ist denn so schlimm, wenn man zum runden Geburtstag sich wünscht, dass man Karl zu mir sagt und keine hinten anhängt. Ich sage, das so. Und wenn man wollen sie, dass der Schulli einen runden Geburtstag hat, dann soll ich Schul zu ihm sagen. Und zur Irmi, Irmi, und zur Toni Ton. Naja, das Ganze war ein Brezen. Nein, in einer Familie, wo die Leute Moni, Toni, Hani, Kali, Franzi, Schani, Schurli heißen, kommst du so einer Idee nicht durch. Sie werden sich vielleicht wundern, was ich jetzt Ihnen erzähle, aber ich bin aus der Kirche, also der römisch-katholischen, bis heute noch nicht austreten. Der Papa, glaube ich, schon so wie immer über das Zölibat geschimpft hat. Da habe ich gesagt, Papa, das kann doch da wurscht sein, ob die heiraten dir oder nicht. Oder bist du ein Priester? Ich glaube, nein, bin ich nicht. Aber die mischen sich ja auch mit ihren Geboten und Verboten in mein Sexualleben. Nicht einmal ein Gummi erlaubt. Da habe ich gesagt, Papa, bei dir geht es doch schon lange nicht mehr ums Vieh, sondern nur mehr ums Obnach. Diese explodierte Rotspittenfreche. Hast du das sechste Buch vergessen? Vater und Mutter soll man ehren. Mama und Mann, leid dann so, der zu ehren, der dauernd so herumbleibt. Dann ist eben die Kirchensteuer herzogen. Haufen Geld für nichts.
Gut, das stimmt. Kirchensteuer ist nicht wenig. Also, ich mache das immer so. Ich zahle nur die Hälfte. Ja, ich glaube ja jetzt, was die Hälfte. Ja, zum Beispiel das mit der Erbsünde, bitte, das geht nicht ein in mein Kastel. Bitte, warum sollte Putzeln, wenn sie auf Weltkommen schon Dreck am Stecken haben? Nur weil irgendein Ur-Ur-Ur-Vorfahrer im Paradies einen Apfel gegessen hat, was er nicht dürfen hätte. Ja. Und bitte frage, was war denn gewesen, wenn der Adam ein Chines gewesen war? Eine Mutter holt einen kleinen Floh von einer Kinderjause noch. Es ist lang kein Tramway gekommen, darum hat es ja Taxi genommen. Und wir sind über den Gürtel bohren, da stehen dort eine Masse Huren. Der kleine Bub fragt, Mama, schau, was macht die da, die schöne Frau? Die Mama sagt, mein liebes Kind, ich weiß nicht, wer die Damen sind, doch soweit ich sehen kann, haben die Armen fast nichts an. Schau, wie sie da stehen am Straßenrand und haben kein Geld für ein gescheites Gewand. Der Taxifahrer geht vom Gas her und sagt, da reden sie so ein Schaf. Wenn ich das kriege, her, kriege ich einen Zorn. Was, wo, die Menschen da, sind Huren. Dabei hat niemand mehr was gesagt. Doch später hat der Burli gefragt, Mama, du nicht wieder lügen. Können Huren auch Kinder kriegen? Darauf sagt die Mutter, freilich, Maxi. Die Hurensöhne, die fahren Taxi. Ja.